Je nachdem. Ja, ich will natürlich die Zeit heute mit euch in Workers maximal ausnutzen. Aber so ganz auf sehr, sehr, sehr entspannter Basis. Oh, ja. Hier werden wieder Leute geholt. Sehr schön. So, warte mal. Das Einkaufszentrum. Was hat denn das jetzt eigentlich an Möglichkeiten? Das hat Essen, Elektronik, Kleidung und Fleisch. Das ist eigentlich alles drin, bis auf Alkohol, ne? Kleines Kulturzentrum vielleicht noch? Kriegen wir das noch irgendwo hier unter? Ja, guck mal. Ein Kulturzentrum. Das wäre doch der Abschuss, oder? So ein Kulturzentrum, das den Bürgern näher bringt, wie wir es geschafft haben, so großartig. So großartig. In der Geothermal-Heizkraftwerk-Geschichte zu werden. Das ist doch wunderschön, oder? Damit unsere Burgers gleich mal lernen, dass wir natürlich die einzige Nation sind, die die Heizkraft Geothermie betreibt, also das ist Geothermie betreibt, damit unsere Bürger das gleich mal verinnerlichen. Ja, finde ich wichtig. Mal ein bisschen paar Schilder vor das Ding hinstellen, das ist eh nicht so hübsch. Ja, und dann sehen das unsere Leute gleich ganz anders. Was ist denn hier los? Was macht er denn da? Ach, er repariert den oder was? Ich glaube, er repariert den extra. Ja, ja, die sind an dem Bagger dran. Die Bauschlange, Zwerg typisch klein, na klar. Natürlich. So, drei Leute wurschteln gerade an diesem Bagger rum und blockieren gerade unsere gesamte Kiesproduktion. Alles, was wir an Kies produzieren, geht gerade Bach runter. Wie viel Kapazität haben wir noch da? Das Kies, naja, wir haben viel Bruchstein gelagert, das ist kein Problem jetzt. Wir können da ruhig ein bisschen stehen. Ich finde das schön, dass hier gerade mal wenigstens ein paar Arbeiter sind. Macht mich einfach echt glücklich, ne? Dass hier ein bisschen was geht. So, wir müssen natürlich noch die Baubüros hier reinbringen in das Ganze. So, Arbeitskräfte sind aber auch wieder da. Ja gut, wenn wir das Ding startklar hätten, dann ist das hier hohe Prio und das hier ist hohe Prio, damit das gleich fertig wird. Wir haben noch ein bisschen Restkapazität. Das wird natürlich dann viel besser, wenn wir unsere Leute hier auch... Also, das ist natürlich, die haben, haben natürlich noch einen relativ guten Weg hier vor sich. Also, die Blöcke hier werden es natürlich vorzugsweise bei dem Einkaufszentrum nutzen können. Da können wir dann auch noch deutlich mehr hier hinpacken. Oh, warte, eine Straße ist fertig. Fast, ja. Nicht ganz, fast. Aber ja. Pass auf, dann würde ich sagen, wir gewähren hier den Zuzug in diese wunderschöne Prachtimmobilie. Und zwar auch von extern. Wunderhübsch. So, die müssen natürlich jetzt alle einmal zum Arzt. Und erstmal durchgecheckt werden, weil bei uns leben natürlich die gesündesten aller Burgers. Die werden auch wahrscheinlich hier ganz kurz unser System verstopfen. Weil die ja natürlich erstmal eine komplette Grundversorgung brauchen. Wir haben unsere Bevölkerung gerade enorm gesteigert, ne? Holy moly! Ja, und unsere Ungebildeten auch. Klar, Leute, let's go! So, Leute, wir kommen, pass auf, unsere Einkaufsmöglichkeit kommt hin, ne?
Die schafft das gerade noch so. Was sagt die Schule zu all dem? Das Kindergarten? Safe? Schule? Schule ist ein bisschen überlastet, fürchte ich. Also unsere Schule ist so geringfügig überlastet. Aber sie, ja, wobei, jetzt kommt sie langsam hin. Ja, schafft's fast. Unsere Schule schafft es fast. Das ist natürlich wunderbar. Schaut euch das mal an. Ich meine, sind wir ehrlich, die brauchen jetzt alle erstmal Ausbildung, bevor die hier wirklich arbeiten können, aber... Das schaut aus, als würde es... Na, nur kurzzeitig Pause. Schauen wir mal, jetzt warten wir mal ab. Ich bin da wirklich festen Überzeugung, dass diese Art... Ach, guck mal hier, diese Leitung ist ja auch fertig. Die oberirdische. Bis zu dem Heat Exchanger hier. Ah ja, da muss die Baustelle hier gemacht werden. Ja gut, mal gucken. Ne, mal gucken. Eins nach dem anderen. Hier arbeiten auch schon welche. Sehr gut. Sehr, sehr gut einfach. Die Straße ist sogar schon fertig. Entschuldigung. Das läuft ja wahnsinnig gut. Klassengröße schlimmer als in NRW. Ja, naja. Also, du musst es so übersehen. Ne? Wir haben im besten Fall 13 Lehrkräfte. Auf aktuell 46 Schüler in Klassenzimmern. Also 86 Schüler im Klassenzimmer ist schon ein bisschen größer. Ich fürchte, da ist, sagen wir mal, da sind Irritationen möglich, ja. Fast 100 Schüler in den Klassenzimmern. Ja, das ist für unsere Verhältnisse. Wir mögen kleine Klassen. Ja, und das kriegen wir dann schon hin. Wart ab. Solange niemand auf dem Schulhof steht, bin ich damit absolut fein. Solange alle eine Möglichkeit haben, irgendwo reinzukommen. So, aktuelle Arbeitslosigkeit 22%. Warte ab. In einer halben Stunde sind wir bei 0. Weil dann sind die durch unser Schulsystem einmal komplett durchgenudelt. Und dann, geht's ab. Dann geht's richtig ab. Wir haben fast 1000, also wir nähern uns den 1000 Produktivarbeitern. Im besten Falle, also mein Ziel ist es, heute 1500 zu schaffen. 1500 wäre mein Ziel. Das wäre eine richtig gute Größe, mit der wir arbeiten können. Dafür brauchen wir allerdings noch ein paar Wohnblöcke. Ja, also wir haben ja noch einen Bau, der könnte dann nochmal helfen. Mal schauen, warten wir mal ab. Solange hier niemand bei Mutti schläft, ja, ist alles gut. Weil dann brauchen wir keinen Wohnraum mehr zugeben. Und ich hoffe, der wird ja auch irgendwann mal gebaut. Na, also das wäre ja schön, wenn der mal weiter gebaut werden würde. Aber da brauchen wir halt Leute hier. Und das ist natürlich eine Sache, die... Ach, guck mal, die Straße ist tatsächlich fertig gebaut. Schön. Es fehlt nur noch ein Straßenabschnitt und dann haben wir es geschafft. Und er hier... Fährt zu einer Baustelle? Wo fährt er hin? Ah, ne, zur Bushaltestelle. Der fährt zum Schnaps. Wie viel haben wir denn da? 17 Tonnen aktuell, 5%. Fahren da nicht welche beim Zollhaus vorbei? Ja, die entladen auch Alkohol. Ab 10% entladen die. Also ab 10% Alkohol, wenn wir mehr als 10% hier lagern, also wir haben die Hälfte ungefähr, dann wird auch tatsächlich das Zeug woanders hingebracht. Aber es wird auch in die Kneipe gefahren. Wir produzieren da momentan noch nicht ausreichend. Ja, das ist schon fein so. 10.000 verlieren wir im Monat an Geld.
Schaut hier hinten aus. Hier arbeiten auch schon 8 Leute auf der Baustelle. Das ist halt gut, ne? Die kommen halt relativ schnell von nebenan und helfen da mit, um die Hütte zu bauen. Und das sind die 120 Arbeitstage hier ratzfatz weg und 400 irgendwas. Das kriegen wir hin. Die Straßen... Also wir sollten jetzt wirklich nicht mehr weitermachen mit dem Ausbau. Die müssen das jetzt erstmal ein bisschen in den Griff bekommen, was wir alles haben. Also unser Baubüro hier unten, das hat gut zu tun. Das ist nicht zu, also es ist schon viel zu tun, aber es sind insgesamt sind es tatsächlich relativ wenig Bauaufträge für meine Verhältnisse. Und schau mal, wie das hochrennt. Also das, da, wo sie dran sind, das geht relativ gut. Manche Baustellen sind aber wirklich nur so Kleinbaustellen. Also hier sowas zum Beispiel. Hier eine Straße bauen, 3 Arbeitstage. Hier eine Statue bauen, ne? Auch das dauert 100 Arbeitstage. Das geht alles. Ein neuer Bus fürs Bauamt. Die haben genug Busse. Schau mal, wie viele Busse die da drin haben. Das ist okay. Das Problem sind nicht die Busse. Du kannst, die Busse sind nicht das Thema. Das Problem ist, dass hier an der Hauptbushaltestelle für die gesamte Stadt niemand steht. Das ist unsere Kernproblematik. Wir bräuchten mehr Leute im produktiven Arbeitsalter, die dann nichts zu tun haben und sich an eine Bushaltestelle stellen, um eben von so einem Arbeitsbus mitgenommen zu werden. Das wäre der große Gewinn, den wir haben. Sobald da Leute stehen, schaffen wir unsere Bauaufträge auch mal weg. Aber erst dann. Deswegen habe ich jetzt so viel Zeit investiert, auch herzugehen und zu sagen, lasst uns mal Leute aus der dritten Welt holen und bilden die bei uns einfach komplett aus und integrieren die in unseren Staat. Dann können die auch den jetzigen Arbeitsmangel decken. Wir verdienen Geld? Ja, aber nur minimal. Das ist unser Stromexport, unser ganz kleiner. Warte mal kurz. Dieses Jahr Export von Ressourcen. Sowjetischer Block. Hier, das ist unser Strom. Wir exportieren so 13.000, sagen wir mal 20.000. Letztes Jahr waren es 8.000. Also da hat es erst angefangen. Sagen wir mal, wir können mit 20.000 rausgehen. Wir brauchen so 10.000 pro Monat. Das heißt, 2 von 12 Monaten sind ungefähr bezahlt. So ist unsere Wirtschaft aktuell. Der Import von Brettern ist natürlich ein Dauerproblem. Importe von Stoff ist nicht geil. Das können wir auch dann selber machen. Dann Sondermüllentsorgung ist ein Problem. Das kostet auch Geld. Und hier haben wir noch gemischten Müll. Aber so im Großen und Ganzen... Ja. Könnte schlimmer sein. Der Import ist ein Problem. Wir geben allein 22.000 Rubel dieses Jahr schon für Stahl aus, 18.000 für Treibstoff, 17.000 für Essen. Wir geben fast so viel Geld für Sprit aus wie für Essen. 17.000 für Kleidung. Ne? Allein wenn du das hier schon mal anschaust, Essen, Treibstoff, also sagen wir mal, wo wir dran sind, Essen und Kleidung sind wir dran. Da könnten wir schon ein bisschen Geld mit verdienen. Fleisch wäre noch so eine Sache, das könnten wir auch selber produzieren. Brauchen wir ja ohnehin für die Felder zum Düngen. Ja. Ja, das schaut gut aus. Je mehr Arbeitskräfte da stehen, also ich hätte gern immer so 30 Leute hier stehen, das wäre super. Weil dann kommen nämlich auch diese Busse mal so ein bisschen auch weiter, ne? Weil es bringt nichts, wenn die nur einen mitnehmen, das ist halt auch schwer lösbar. Aber solange hier Leute kommen, funktioniert es so langsam. Und wie gesagt, solche Großbaustellen, die werden halt irgendwann recht bald abgearbeitet werden. Ja, hier ist langsam Limit, ne? Also hier kommen wir langsam an Grenzen ran. Wir brauchen das Einkaufszentrum tatsächlich bei Zeiten, um auch die kleineren Geschäfte hier zu entlasten. Und dann könnten wir uns auch eben hier überlegen, dann eine Expansion mit neuen Wohnblöcken zu machen. Aber auch da, irgendwo wird es natürlich dann der Punkt kommen, ich stelle mir ja hier oben dann, wenn hier unten Wohnblöcke entstehen, stelle ich mir hier oben ja eine technische Universität vor. Das wäre geil. Dann können wir halt sehr, sehr viele Gebäudeforschungen rein starten und hätten da auch einen Mehrwert in Bützenbach. Ja, mal gucken.
Also hier so eine kleine Gebäudegeschichte mit so zwei Straßen und links und rechts davon Gebäude. Das wäre so eine schöne Passage hier. Wäre schon schön. Mal gucken. So ähnlich wie hier. Also quasi so, ne, hier fortgeführt. Eine Biospritanlage. Ja, vielleicht. Weiß gar nicht, ob ich die auch habe. Mal gucken. So, hier wird das weitergebaut, das ist wichtig. Hier geht's an Kies, das ist auch in Ordnung. Kies brauchen wir immer wieder, für alle möglichen Baustellen. Auch für so Wege und so. Wir bauen jetzt alles mit Kies, also von daher schaut gut aus. Einer steht mal da, ne? Aber dadurch, dass viele Leute hier direkt auf Baustellen arbeiten, wie hier zum Beispiel, kannst du das nicht verallgemeinern. Ne? Die gehen halt hier direkt arbeiten. Und hier ist es ja sogar noch halbwegs interessant, weil die das wirklich fertig bauen können. Zehn Arbeiter. Geht zur nächsten Bushaltestelle. Lass mich raten. Keine Ahnung, wo die hinfahren. Ich bin froh, wenn diese eine Wegstrecke hier fertig wird. Die fahren da hoch, oder was? Das wäre natürlich sensationell. Dann würden unsere Wagen hier deutlich besser gewartet werden. Ja, ich glaube, die fahren hier hin. Müsste so sein eigentlich. Ja. Gibt es wieder ein paar Bredders. Hier sind auch Arbeitskräfte in der Sanierung. Ja. Oh, hier wird ein Bagger noch gerade gemacht. Das läuft eigentlich ganz schnuffelig, ne? Also das geht ganz gut so mit den Brettern. Das ist okay. Hauptsache, wie gesagt, Hauptsache die fahren nicht leer. Hauptsache, da stehen immer Arbeitskräfte. Wo sind die Kräne hin? Das ist eine gute Frage. Ah, warte mal. Wir hatten das doch gesehen. Die stehen, glaube ich, hier hinten irgendwo. Ja, hier sind die. Bei dem Ausbau hier hinten von der Nahrungsmittelfabrik, von der neuen. Von der generell, oder was ist der neuen? Der überhaupt Nahrungsmittelfabrik. Da wäre eigentlich diese Brücke auch mal interessant. Aber da würde ich fast sagen, bevor wir diese Brücke bauen, graden wir hier diese ganze Geschichte ab. Das ist jetzt einfach nicht mehr zeitgemäß. Das muss aktualisiert werden. Das haben wir schon. Hier, das kann bleiben so. Jetzt machen wir gleich mal ein komplettes Upgrade da drauf. So, dann geben wir das den Baubüros natürlich auch gleich in die Hand. Sollen die das mal in Arbeit und oder wegarbeiten? So, wir haben August, meine Lieben. Die Anzahl der Arbeitslosen ist mittlerweile auf 9% gesunken. Das bedeutet natürlich, dass unser Schulsystem die Arbeitskräfte auch durchgearbeitet hat. Das ist wichtig. Ah, Bildung für loyale Bürger, das machen wir als nächstes. Dann kann ich da ein bisschen nämlich reduzieren, dass nicht jeder zum Studieren zugelassen wird, sondern halt nur die Parteifreunde, ja. Damit mehr Leute in die normale Arbeit reinkommen. Wenn du dir die Kräne erstmal abziehst, naja, das ist unterm Strich natürlich eine gute Idee, aber wie gesagt, es fehlt nicht an Kränen tatsächlich momentan, sondern wirklich an generellen Arbeitskräften. Generelle Arbeitskräfte sind das Thema. Die Leute, die hier aktiv wirklich auch arbeiten.
Das mit den Feuerlöschern für Industrie, also Brandverhütung für Industrie ist bald durch. Wie schaut's denn aus gerade mit unseren politischen Kommissaren? Steigen weiter. Also unser Bildungssystem kommt zurecht. Mittlerweile haben wir die Leute schon gut durchgearbeitet. Wir haben wir nähern uns den 900 Arbeitskräften. Das ist gut. Ganz wichtig. Ah, einer fährt mit, ne? Einer ist da, das ist zu wenig. Aber hier sind, schau mal, die sind fast fertig hier. Hier sind über 30 Leute, die hier an dem Bau von der vom Einkaufszentrum arbeiten. Forschung ist abgeschlossen. Dann machen wir jetzt das gleich weiter. Und zwar Parkplätze. War das nicht Parkplätze dann? Ich glaube, wir müssen erst die Parkplätze machen und dann können wir die mit der Bildung noch machen. Guck mal, das ist 81%. Da sind wir fast durch. 91%, das ist auch fast fertig. Also viel ist da nicht mehr offen. Schau, hier machen sie auch schon. Der Ausbau hier geht nämlich relativ schnell. Das klappt eigentlich immer ganz gut, weil da halt dann auch mal diese ganzen Bagger und Raupen und so weiter im Einsatz sind. Und dann ist das ratzfatz erledigt. Guck mal, das ist jetzt dann gleich fertig. Dann sind zwei Großbaustellen weg. Das könnte uns sehr viel Entlastung bringen. 80 Tonnen Kies fehlen hier. Boah, ist viel. Ja, hier stehen nochmal ein paar mehr Leute. Jetzt sind wir bei 36 gerade. Das müsste schon bald fertig sein. Dann können wir das ins System einbinden und dann ist das gut. Dann können die Leute hier einkaufen gehen. Wir müssen das natürlich am Anfang erstmal ein bisschen runterregulieren, dass da niemand hinläuft. Bis wir es zumindest erst versorgt haben. Sonst sagen die Leute, sie kriegen immer nichts. Das ist ein bisschen nervig. So. Hier sind Mitarbeiter. Spannung ist da. 5 Leute können hier den Besuchern unseres Kulturzentrums ein bisschen die Kultur unserer Gemeinschaft näher bringen. Mal gucken, ob hier auch Besucher reinkommen, weil ansonsten drehe ich das nämlich ein bisschen runter. Und zwar auf, sagen wir mal, ein bisschen weniger Leute. So in die Richtung vielleicht. Ja, aber da kommen schon welche zu Besuch. Das war immer so ein Thema, ne? Keine Kultur. Da. Vielleicht ist das Bindeglied. 10 Leute können aktuell hier als Besucher durch. Warten wir mal ab. Hauptsache, hier kann immer mal jemand reinschauen. Das sorgt ja auch für die Zufriedenheit. So, der nächste Bau ist gleich fertig. Dann müssen wir den, wie gesagt, noch einbinden. Ganz wichtig. Und dann sollen wir hier schon... Hier, guck mal, die Schilder sind schon fertig. Die haben einen relativ guten Radius eigentlich. Also die sorgen dafür, dass hier die Regierungsloyalität doch noch ein bisschen steigt. Dafür bräuchte man natürlich jetzt eine Geheimpolizei, um das rauszufinden, wie viel ist denn eigentlich wirklich unsere Bevölkerung zufrieden mit uns. Oder auch nicht. Wo müssten wir reingehen? Das könnten wir mal vielleicht bauen. Gerichtsgebäude, Gefängnis, Geheimpolizei. Da haben wir doch bestimmt so eine ganz kleine. Hier so ein Ding. So, Mikrorevier. Wie schaut es hier unten eigentlich aus? Können wir mittlerweile den Stoff wieder erfahren? Ja. Ja, ist ganz schön. Abwasser ist ganz schön viel drin, ne? Hier läuft die Brühe uns zu den Ohren raus, meine Lieben. ist im Tank drin. Es wird absolut richtig und wichtig sein, dieses Teil fertig zu bauen. Und da kommen die nicht ran, oder was? Oh nein. Wieso kommt da niemand hin? Hä?
Ja, ist ein Fußweg, alles klar. Warte kurz. Komme ich hier irgendwo anders von der Seite weg? So. Das müsste reichen. Da müssten die LKWs auch drauf fahren können. Gut, dann lass uns diese Geschichte nochmal fertig bauen. Und dann sollte das eigentlich ganz gut werden. Na, da gucken wir mal. Da kommen doch schon ein paar Kipper und ein paar Mischer und so weiter. Mehr ist doch da gar nicht erforderlich. Ja, wie schaut's hier aus? Alkohol? Ja, hat sich. Wir produzieren einfach unglaublich viel zu langsam Alkohol. Das ist ganz, ganz schlecht gerade. Und es wird auch schon wieder Herbst. Das heißt, wir müssen langsam mal wieder unsere Heizkessel hochfahren. Damit es nicht zu frisch in den Buden wird. Momentan ist noch gut. Aber, wer weiß, ne, 27 Grad ist auch noch gut. Lass uns die Boiler nochmal richtig heizen, bevor es losgeht. Wir haben jetzt zwei komplett neue Gebäude am Netz. Das kann schon eng werden hier auch. Ah, guck mal, hier sind sie auch jetzt schon fertig geworden. Sehr geil. Das ist auch hohe Priorität. Da sind auch sehr viele Arbeitskräfte schon drin. Eieiei, da sind wahnsinnig viele Verkäufer drin. Das machen wir jetzt mal aus noch. Also, Essen. War das... Warte mal, hier war Fleisch drin. Dann müssen wir das noch hier hinten einpacken. Essen machen die nicht, oder? Ich glaube nicht. Gut. Hier wird entladen. Können die auch Essen bringen? Alkohol machen sie nicht. Essen aber auch nicht. Essen machen wir ja über die anderen, glaube ich, ne? Über die hier unten? Waren das die hier? Ja. Essen und Klamotten gehen darüber. Ist mir eigentlich auch ganz recht, dass das ein bisschen verteilt ist. Nicht zu viel Last auch. Ja, es kann eigentlich alles machen, was der da drin hat. Ich hätte bloß nur gerne etwas mehr Essen eingelagert hier. So ein bisschen. Gut. Dann schalten wir das an, sobald hier die erste Beladung stattgefunden hat. Gut. Die Heizung hier wird gebaut. Da sollten natürlich noch Ressourcen kommen. Und das kommt auch. Guck mal, das wird gut geliefert hier. Das hätte ich ganz nämlich... Also ich hätte das ganz gerne noch vor dem Winter. Hätte ich dieses Gebäude gerne fertig. Ich weiß nämlich nicht genau... Wo ist denn unser anderer Heizkessel? Da. Der ist, ne? Der Gesamtwärmewasserbedarf der angeschlossenen Gebäude. Ja, geschätzte Warmwasserentnahme dieses Wärmetauschers. Also da ist schon vielleicht einfach noch eine gewisse Entlastung drin. Mal gucken. So. Gut, jetzt schauen wir mal. Die ewige Baustelle ist fertig. Ja, sie können laufen. Lass uns gleich mal alles andere fertig bauen. Nee, die bauen jetzt hier gerade. Die sind hier mit dem Ausbau beschäftigt und das soll auch so sein. Das sollen die auch erstmal rangehen. Wie gesagt, das hier können wir dann auch bei Zeiten mal ein bisschen erhöhen. Von der Priorität her, da ist ja auch alles gekauft schon. Ja, auch hier mal wirklich 30 Leute reinstecken. Das ist jetzt vielleicht gar nicht mal so schlecht. Wie schaut es hier aus? Hier arbeiten auch tatsächlich Leute. 4% Arbeitslosigkeit nur noch. Und das nur, und das 3%. Und die 3% sind wegen Schulabschluss. Ey, Leute, was willst du mehr? Läuft doch, oder? Läuft doch butterweich. Was ist er hier? Bushalte? Bushalte? Noch mehr? Bushalte? Ja,